Norbert Nelte, Marxistische Wirtschaftstheorie leicht gemacht. Einführung. Von der Sklavenhaltergesellschaft bis zum Feudalismus wurde die einfache Warengesellschaft durchgeführt. Der Schuster stellte zum Beispiel Schuhe her, nicht um damit Gewinn zu erwirtschaften, sondern um dafür Gerste zu bekommen. Es herrschte das Prinzip vor: Ware, Geld, Ware. W, G, W. Der Schuster produzierte erst die Ware Schuhe, verkaufte sie für Geld und kaufte sich für dieses Geld die Ware Gerste. Im Kapitalismus dagegen herrscht das Prinzip Geld, Ware, mehr Geld. G, W, G'. Der Kapitalist investiert zum Beispiel in eine Autofabrik Geld, lässt dort die Ware Auto produzieren und verkauft diese für Geld, natürlich so, dass er dann auch mehr hat, als er anfangs Geld investiert hat. Natürlich auch will er bei der ganzen Gewinnhackerei mehr haben, als er auf der Bank für Festgeldzinsen ohne Risiko bekommen würde. Dies nennt Marx die erweiterte Warengesellschaft. Wir unterteilen den Gebrauchswert und den Tauschwert der Waren. Ein Pullover mag schön mollig sein, dann hat er einen hohen Gebrauchswert für seinen Träger. Aber wenn er dabei ausgefranst ist, kannst du ihn nicht mehr auf dem Flohmarkt verkaufen. Sein Tauschwert ist gleich null. Was aber bestimmt den Tauschwert? Bürgerliche Ökonomen lehren, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Richtig. Aber worum gravitiert der Preis? Ein Apfel gravitiert eben um 50 Cent und eine Waschmaschine um 800 Euro. Keiner käme auf die Idee, eine Waschmaschine für 50 Cent nachzufragen. Der Gravitationsmittelpunkt ist eben der Wert, den Karl Marx sich ergeben sieht aus der Summe der in der Ware kristallisierten Arbeit. Deshalb: Erstens, Arbeitswertlehre. Karl Marx, das Kapital, Band 1. Wir wissen, dass der Wert jeder Ware bestimmt ist durch das Quantum der in ihrem Gebrauchswert materialisierten Arbeit, durch die zu ihrer Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Der Tauschwert einer Ware versteht sich nur im nationalen Durchschnitt. Unser Kapitalist, nennen wir ihn Henry, investiert also in Maschinen, Fließband, Roboter, dem Grundstück und der Fabrikationsstätte, den fixen Produktionsmitteln und den Variablen für die Produktion. Das sind die Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den Halbfertigfabrikaten. Für diese Produktionsmittel muss Henry den Vorkapitalisten bezahlen und der behält seinen Gewinn schon selber. Die anderen Kapitalisten bezahlen ja auch die Vorkapitalisten, so dass Henry daraus keinen Gewinn abschöpfen kann. Es sei denn, dass er die Lieferanten durch Großeinkauf unter Druck setzen kann, dann macht er einen Sondergewinn. Die Konkurrenten machen aber auch einen entsprechenden Sonderverlust, sodass sich hier bei den Produktionsmitteln im Durchschnitt kein Gewinn ergibt. Dieses Kapital nennen wir konstantes Kapital, C. Nun kauft Henry noch die Arbeitskraft der Arbeiter ein, die seine Autos zusammenbauen sollen. Dafür zahlt er ihnen Lohn, das nennen wir das variable Kapital, V. Dieser Lohn beträgt in ausgeglichenen Zeiten für ihn nur so viel, dass der Arbeiter auch morgen wieder arbeiten kann, seine Kinder ausbildet und dass er sich einiges Geld fürs Alter zurücklegen kann. Aber oh Wunder, der Arbeiter kann nun eine höhere Wertschöpfung schaffen, als er an ihn die Reproduktionskosten, den Lohn, bezahlen muss. Nachdem der Kapitalist Henry also das konstante Kapital C und das variable Kapital V vorgelegt hat, erzielt er
dank der Schweißarbeit der Arbeiter mit dem Autoverkauf einen höheren Umsatz als C plus V. Dieses Plus, den Mehrwert M, behält er für sich. Die Verzinsung des vorgelegten Kapitals C plus V ist dann die Profitrate M durch in Klammern C plus V gleich P. Zweitens, der tendenzielle Fall der Profitrate. Nun besteht für Henry von Anfang an die Gefahr, dass er von der Konkurrenz totrationalisiert wird. Weltweit wird jährlich 3,3% rationalisiert, sodass die Weltbank davon ausgeht, dass ein Wirtschaftswachstum unter diesen 3,3% schon eine Wirtschaftsschrumpfung bedeutet. Deshalb ist unser Henry nicht faul gewesen und rationalisiert auch und stockt seinen Maschinenpark von 50 auf 80 Millionen auf. Dafür kann er für 50 Millionen weniger im Jahr 1000 Arbeiter rauswerfen und hat nur noch 30 Millionen Lohnkosten bei gleichen Verkaufserlösen von 150 Millionen Einheiten. Sein Gewinn steigt von 20 auf 40 Millionen und seine persönliche Profitrate ist von 15,38% auf 36,36% gestiegen, so dass er die Dividende fett erhöhen kann. Bei der Gewinnsteigerung von 20 Millionen hat doch sein Manager ein Boni von 5 Millionen verdient. So sah der schöne Businessplan aus. Aber Herr im Himmel hilf, die Konkurrenz rationalisiert noch mehr und macht alles billiger. 90C plus 10V bei einem Verkauf von 110. So, dass Henry bei seinen Ausgaben von 110 nur noch 110 einnimmt, gar keinen Gewinn mehr ziehen kann. Statt einem Gewinn von 40 Millionen kommt gar kein Gewinn raus. Das haben alle Betriebs- und Volkswirte bei Henrys Autoindustrie nicht gesehen, weil alle bei der eigenen Rationalisierung aufgehört haben zu denken. Über die gesamte Industrie, die Politik, die Theorie, die Banken und allen Kalkulationsabteilungen wurde wie vom Mehltau der Gedanke gestoppt, dass doch die Konkurrenz bitteschön auch rationalisiert. Nur Marx und Engels ist dieser Gedanke aufgefallen und deshalb konnten sie den Kapitalismus auch bis zu Ende denken. Im Kapital sieht Marx die Produktion des Kapitalismus deshalb einschlummern. Die Profitrate, das heißt der verhältnismäßige Kapitalzuwachs, ist vor allem wichtig für alle neuen, sich selbstständig gruppierenden Kapitalableger. Und sobald die Kapitalbildung ausschließlich in die Hände einiger wenigen, fertigen Großkapitale viele, für die die Masse des Profits die Rate aufwiegt, wäre überhaupt das belebende Feuer der Produktion erloschen. Sie würde einschlummern. Karl Marx, Das Kapital, Band 3.